es gibt wesentlich angenehmere Tode, als in eine Ecke gedrängt zu werden und dann von einem Stein zerquetscht. Da ist er gerade. Schön schnell weg von solchen Fallen. So. Oh, 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 oh. Ganz ruhig. Ah, langsam. Obwohl, hier haben wir unseren Vorrat an Heiltränken. Den wollten wir nicht anrühren. Aber im Inventar verstreut sind überall mal so einzelne. Die können wir erstmal alle trinken. Da ist auch noch einer. Mann, Mann, Mann. Ja, irgendwann sollte da weiter aufgeräumt werden. Aber nicht jetzt. Was haben wir hier Schickes? Trank der Giftheilung. Haben wir davon jetzt zwei? Ja, gut, dann nehmen wir den nochmal. Auch wenn ich wahrscheinlich erst hätte gucken sollen, ob hier nicht noch gleich wieder ein Setan kommt. Aber naja. Leer. Hier war schon jemand. Bedient. Ich würde echt gerne mal wissen, was das jetzt ist. Ob das einfach nur eine leere Kiste sein soll oder ob es andeuten soll, dass die anderen Helden schon hier waren. Was ja auch komisch ist. Ich meine, die vier Helden sind los. Weit vor uns. Und wir haben noch keinen einzigen von ihnen gesehen. Und auch keinen Hinweis. Aber vielleicht trifft man die auch gar nicht. Können ja auch schon alle tot sein. Wir haben ja diese Assassine getroffen. Also diese kleinen grünen Ninjas mit diesen Kampfstäben. Wenn wir die Notiz richtig verstanden haben, geht das... Nein, nicht schon wieder eine Windmühle. Ich verklick mich da immer. Aber wenn wir die Notiz richtig verstanden haben, dann wurden die ja losgeschickt, um die Helden umzubringen. Jedenfalls hatte einer von denen so eine Notiz dabei. So eine Art Spionagereport an den Kriegsherrn. Oh, wir sind gleich wieder am Anfang. Dann gucken wir doch mal. Trotzdem sollten wir hier alles abgrasen. Denn momentan ist es noch einigermaßen zu schaffen. Und hier sind ja so viele Kisten. Da kann man auch mal hoffen, dass da endlich eine neue Rüstung drin ist. Ja, ich gebe es nicht auf. Weil das kann nicht sein, dass wir jetzt im dritten oder vierten Dungeon sind und immer noch keine neue Rüstung bekommen haben. Außer ich habe irgendwo was übersehen. Das Ding benutzen wir doch mal. Haben wir noch... Ne, die goldene war volle Heilung, ne? Regeneriert alle Trefferpunkte. Ne, das bewahre ich mir auf. Die da wollte ich. Und wenn wir hier durch sind mit dem Erforschen, können wir auch zurück in die vergessene Stadt. In die unterirdische Stadt, meine ich. Denn ich habe in den Kommentaren gelesen, dass man ja diesen Reparaturzauber hätte einsetzen können. Was wirklich naheliegend ist. Ich weiß gar nicht, warum ich da nicht drauf gekommen bin. Aber ja, da unten können wir auf jeden Fall auch weiterschauen. Denn da müsste ja eigentlich noch der Vater sein von dem einen Mädchen. Und eventuell noch andere Sachen, die wir übersehen haben. Wie zum Beispiel die eine Glaskugel mit dem Geist. Eventuell hatten wir dann eine einmalige Chance, bevor wir mit dem Geist im Turm gesprochen haben. Aber das kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Das heißt, mit etwas Glück ist da unten noch so ein Ding. In irgendeiner Form. Und so oder so, das Gebiet war ja ein bisschen einfacher als hier. Das heißt, alles, was wir da noch an Platz erforschen können, ist eine gute Sache. So, wir haben nur noch einen Gifttrank. Also Heiltrank. Oh, wo geht's jetzt lang? Ganz wieder zurück zum Auskreis. Außenkreis. Ja, und was hier mit der Herrin der See war, das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Also irgendwie muss man ihren Zauber canceln können. So einen Gegenzauber sprechen oder irgendeinen Gegenstand haben, der das Ganze aufhebt. Weil so, wozu programmieren sie da extra so viele Textzeilen rein und einen extra Zauberspruch, den man von ihr bekommt, wenn man dann gleich im Anschluss stirbt? Das macht absolut keinen Sinn. Außer die wollen, dass die Spieler sich daran toträtseln sozusagen. Es gibt ja bei manchen Spielen das Phänomen, dass es Rätsel gibt, die man einfach nicht knacken kann. Nur damit die Spielzeit eben schon in die Höhe getrieben wird. Was eine ganz schön fiese Taktik ist. Aber ja. Die müssen sich da ja einiges einfallen lassen. Auch wenn die Spielzeit bisher bei dem Spiel relativ gut zu sein scheint.
Also das Spiel ist nicht zu schnell vorbei. Es gibt schön viele Dungeons. Man kann sich aussuchen, wann man in welchen Dungeon geht. Was ich immer sehr cool finde, weil es gibt nichts Langweiligeres als lineares Gameplay. Oh, eine Giftheilung. Schön, schön. Die nehmen wir aber noch nicht. Haben wir noch irgendwo einen Heiltrank? Da. Dadurch erkaufen wir uns jetzt wieder 20 Sekunden oder so. Also ja, lineares Gameplay mag ich absolut nicht. Und das ist hier recht cool gelöst. Man merkt zwar schon, wann ein Dungeon schwerer ist und wann nicht, aber wenn man Lust hat und die Ressourcen über, kann man sozusagen mal ein bisschen vorstöbern. In der Hoffnung, dass man Gegenstände findet, die man eigentlich noch nicht hätte haben sollen. Wodurch dann die anderen Dungeons, wo man zurückgehen kann, ein bisschen einfacher werden. Kein Stein. Gut. Kein Stein. Gut. Aber noch mehr von dem Seetang. Die mag ich ja gar nicht. Oh, ey, du musst doch schon längst tot sein. Stirb. Ja. Jetzt müssen wir schon an so eine Notreserve ran. Das geht gar nicht. Na endlich. So, jetzt benutzen wir unseren Gifttrank. Heilen uns hoch und halten uns dann erstmal eine Weile von den Seetangmauern fern. Und demnächst müsst ihr dann wahrscheinlich wieder eine Pause einlegen, um ein bisschen zu regenerieren. Haben wir hier noch was? Nee, aber hier können wir ein bisschen die Steine auslagern. Ja, ich weiß, das habe ich schon ein paar Mal gemacht und habe es immer wieder verflucht, weil ich die Steine raussuchen musste. Ja, nee, dann werde ich es auch wieder verfluchen. Also alle Steine schön auf dem Haufen, damit sie keinen Platz verbrauchen. Waffen habe ich eh nie wirklich gewechselt, also können die ganzen Waffen hier rein. Was war das? Achso, ein Zauberstab. Nee, brauchen wir nicht. So, die Armbrust benutzen wir auch nie, das Schild benutzen wir schon. So, hier waren die Perlen, die können alle dahin. Und Questgegenstände tun wir auch mal hier rein. Und Amulette auch. Die wechseln wir eh nicht besonders häufig. Und in die Tasche tun wir was rein? Alle solche magischen Gegenstände, die man einmal benutzen kann. Das ist ja so viel Kleinkram, der nimmt wahrscheinlich mit am meisten Platz weg. Hier die fliegenden Fäuste und lachende Schädel und was es da alles gibt. Und ganz so oft müssen wir auf die nicht zugreifen. Nur ab und an mal diese Talismane. Weil die Zaubersprüche, die man so einmal benutzen kann, die fand ich echt komisch. Wir hatten es ja versucht bei dem einen Blutdämon und der ist einfach weitergelaufen. Und da bin ich mir nicht wirklich sicher, was das bringen soll. Weil in der Zeit, in der den Zauber spricht, hätte man noch dreimal zuschlagen können, hätte mehr Schaden gemacht. Aber ja. So, Münzen alle schön auf dem Haufen. Auch wenn wir immer noch nichts gefunden haben, was wir mit den Münzen anstellen können. Was echt komisch ist, weil in der Stadt hätte ich echt vermutet, dass irgendwo noch ein Händler rumhängt, der überlebt hat. Aber vielleicht haben wir in der Mine ja mehr Glück. So, das sind gleiche Tränke. Oh, hier haben wir noch Heiltrank gefunden. Schön. So, du kannst da oben mit hin. Was war das? Weibernblut. Granitenhaut des Schutzes. Ja, auch da rein. Zeit anhalten. Das wäre lustig, wenn man den Zeitanhalten-Zauber durch diesen Gegenstand benutzt und dadurch, während man zaubert, die Zeit nicht angehalten wird. Aber das will ich nicht testen, jedenfalls nicht jetzt. So, das kann auch da rein. Die Magietränke und Heiltränke benutzen wir zu häufig, als ob sie da reinpacken könnten. Was haben wir hier? Zeigt alle Monster auf der Verlieskarte. Oh. Da steht keine Zeit hinter, wie lange das hält. Hier steht 5 Minuten. Naja, Antigift hat immer nur eine bestimmte. Oder das Instant. Hier ist 1 Minute. Da steht keine Zeit. Benutzen wir einfach mal. Ah, okay. Einmalig für die Karte aufgemacht und dann war's das. Ja, hier sind jede Menge Monster. Na gut. Das werden Seetangmauern sein. Hier waren die rollenden Steine und die Magietränke auf dem Boden. Da sollten wir auf jeden Fall nochmal vorbeigucken. Und so wie das Layout aussieht, ist hier in der Mitte irgendwas Wichtiges, weil hier diese breiten Gänge drumherum sind. Ja, da sollten wir auf jeden Fall mal hinschauen. Vielleicht kommen wir hier ja irgendwo durch. Oh, schon weg? Huh.
Das hätte ich aber auch nicht gedacht, dass die Zeit jetzt auf der Karte weiterläuft. Schon ein bisschen komisch, wie die Zeit hier funktioniert. Also mal läuft's weiter, mal nicht. Mal wird's unterbrochen, mal nicht. Oh. Ich wollte eigentlich nicht vergiftet werden. Mal gucken, ob wir vorbeikommen. Ja, nochmal. Einfach noch schnell genug laufen. Und noch eine Goldmünze, die wir eigentlich nicht brauchen. So, die Muschel gehört zu den Questgegenständen. Die kommt also hier rein. Oh, die Steinblöcke können auch noch in die andere. Also Kiste, Questgegenstände, Goldbeutel, magische Gegenstände, die man benutzen kann. Und die Rasereitränke benutzen wir auch nicht, die können da auch rein. Und in dem waren die Waffen drin und... Ja, nur die Waffen und Steine. Oh, da ist noch ein Heiltrank. Das sieht doch gleich viel besser aus. Was wollte ich da jetzt noch reintun? Ah, genau, das da. Und das da. Oh, und die Blöcke. Auch wenn die Taschen jetzt langsam voll sind. Aber es ist besser, wenn die Taschen voll sind, anstatt das Hauptinventar. Weil im Hauptinventar werden hier eh die Sachen so schnell reingeworfen. Wenn ich sie einfach auf den Cursor habe und jetzt rechtsklick zum Beispiel, dann wird das ja nicht irgendwo besonders abgelegt, sondern zufällig. Deswegen ist es halt immer so durcheinander. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Das ist unser Notvorrat. Das heißt, die beiden haben wir jetzt über, in Anführungszeichen. Ach, da wollten wir nicht stehen bleiben. Also jetzt gleich links rum, bevor wir uns hauten. Gut. Ah, und hier fängt es schon wieder an mit den Magietränken auf dem Boden. So kann das ruhig weitergehen. Oh, Gegengift ist auch nicht zu verachten. Das heißt, die beiden können wir jetzt umgehen. Aber da noch kurz hingucken, ob da nicht vielleicht eine Truhe ist. So, ganz schnell links rum. Dann hier und dann müsste da noch ein Platz, wo wir nicht waren. Und eine Truhe. Das ist echt cool. Fast in jeder Sackgasse ist eine Truhe hier. Okay, manche sind leer, aber trotzdem. Und das Vergleich mit dem Starter-Dungeon oder anderen Dungeons sind hier echt viele Truhen. Dafür droppen die Gegner nichts. Ähnlich wie in der unterirdischen Stadt. Was ein bisschen schade ist. Allgemein mag ich Spiele ganz gerne, wo jeder Gegner irgendwas droppt, auch wenn es nicht wirklich viel bringt. Aber das ist einfach so ein cooles Feeling. So wie bei Pen-and-Paper-Rollenspielen, wenn man irgendeinen schweren Gegner besiegt hat, dass man natürlich den ganzen Hort quasi sich durcharbeitet. Du hast so und so viele Goldmünzen gefunden, auch wenn es nur Kupferstücke sind. Und solche Steine und wir sind aus Versehen rausgelaufen. Oh, neue Magiestufe. Ja, das machen wir gleich. Also ja, auch wenn man die Gegenstände nicht wirklich braucht, finde ich es cool, wenn man was findet. Deswegen habe ich bei Morrowind früher auch mal Mods geschrieben, wo jeder Gegner mehr Sachen droppt, die nicht unbedingt viel wert sind, aber einfach so, dass man ein Feeling hat, dass man was geschafft hat. Und dass, wenn man will, auch man mehr mitnehmen kann von den Gegnern. So, wir wollen nur Fleischmagie erhöhen, denn alles andere benutzen wir nicht wirklich. Ich habe gar nicht vorwärts gedrückt. Was machst du da, doofes Spiel? Wir wollen uns einmal im Kreis drehen. Nein, wir wollen zurück. Na gut, wo wir schon mal draußen sind, bleibst du jetzt auch draußen? Ja, wo wir jetzt schon mal draußen sind, mache ich eine kleine Pause, um mich hoch zu regenerieren, dann sehen wir uns gleich wieder.